Der unzufriedene Bienenstock oder die ehrlich gewordenen Schurken. Ein Bienenstock, dem keiner sich an Macht und Reichtum sonst verglich, des fleißige, wohlgenährte Scharen, geehrt in Krieg und Frieden waren, war als das rechte Heimatland von Kunst und Wissenschaft bekannt. Wenn die Parteien auf Streit geführt, war doch das Ganze gut regiert. Nie hat der Pöbel wild geknechtet, das Volk nie ein Tyrann entrechtet. Durch Könige, deren Macht beschränkt, ward es mit milder Hand gelenkt. Das Leben dieser Bienen glich genau dem unsern, denn was sich bei Menschen findet, das war auch in Miniatur bei ihnen Brauch. Obwohl dies freilich nicht zu merken, bei ihren kunstvoll kleinen Werken, jedoch bei uns ist nichts bekannt, in Haus und Hof, in Stadt und Land, in Handel, Kunst und Wissenschaft, wofür nicht dort Ersatz geschafft. Gab's also Könige und hielten sich diese Wachen, die aber spielten. Nicht Würfel, so liegt trotzdem nah, irgendein Spiel war sicher da. Denn nirgends gibt's ein Regiment, Soldaten, das kein solches kennt. Des Bienenstockes emsige Menge gedieh durch seines Volks Gedränge. Millionen widmen Kraft und Zeit der andern Lust und Eitelkeit. Millionen wieder sind berufen, um zu zerstören, was jene schufen, trotz des Exports in alle Welt es noch an Arbeitskräften fehlt. Manch Reicher, der sich wenig mühte, brachte sein Geschäft zu hoher Blüte, indes mit Sense und mit Schaufel gar mancher fleißige arme Teufel bei seiner Arbeit schwitzend stand, damit er was zu knabbern fand. Auch gab es manchen Dunkelmann, des Kunst man nirgends lernen kann, der sich ganz dreist und ungeniert mit leerem Beutel etabliert, wie Kuppler, Spieler, Parasiten, Quacksalber, Diebe und Banditen, Falschmünzer und andere Arbeitsscheue, die es verstehen mit großer Schleue, aus ihres simplen nächsten Mühen gehörigen Profit zu ziehen. Nur solchen zwar man Schurken schalt, doch war's auch, wer als ehrlich galt. Es gab kein Fach und Amt im Land, wo Lug und Trug ganz unbekannt. Die Advokaten waren groß, im Recht verdrehen und suchten bloß, statt zu versöhnen die Parteien, sie immer mehr noch zu entzweien, bis sie nicht ein noch aus mehr wussten und vor den Richter treten mussten. Sie zogen die Prozesse hin, um hohe Sporteln einzuziehen, galt schlechte Fälle zu vertreten, sie eifrig das Gesetz durchspähten, wie Diebe Häuser, um zu sehen, wie denn die Einbruchschancen stehen. Den Ärzten wurden sie nur reich, war ihrer kranken Zustand gleich. Aufs Heilen gaben sie nicht viel. Sie setzten sich vielmehr zum Ziel, durch eifriges Rezepteschreiben des Apothekers freund zu bleiben. Der Wehfrauen und der Priestergunst zu sichern, sich durch Schmeichelkunst, sich mit den Weibern zu vertragen, zu billigen, was die Tanten sagen. Mit Süßen, nun wie geht es allen, von der Familie zugefallen und schließlich noch der Wartefrauen dummdreiste Reden zu verdauen. Von denen, die dazu ersehen, des Himmels Segen zu erflehen, war selten einer ernst gelehrt, viel öfter hitzig und verkehrt. Doch glückt's den meisten zu verhüllen, wie Stolz und Habgier sie erfüllen, worin sie nicht geringern Ruf als der Soldat in Spiel und Suff. Ein paar in sichtlich tiefer Not erbaten still ihr täglich Brot. Sie meinten Schüsseln wohl gefüllt, doch blieb ihr Sehnen ungestillt. Wie wacker darbten diese Frommen, das ist den andern sehr bekommen, den Herren, deren blühende Wangen im Wohlsein und Behagen prangen. Dem Krieger, den zur Schlacht man trieb, ward Ehre, wenn er leben blieb. Gelang's ihm, seitwärts sich zu schlagen,
riskiert er dennoch Kopf und Kragen. Manch General kämpft wie ein Held und mancher nimmt vom Feinde Geld. Wer stets im ärgsten Feuer stand und Arm und Bein verlor, der fand, als Krüppel sich zu guter Letzt auf halbe Pension gesetzt, den, der stets ruhig blieb zu Haus, zahlt man sie dafür doppelt aus. Minister dienten zwar den Königen, doch Treue fand man nur bei wenigen, da dienend nur sich selbst sie nützten, bestahlen den Thron sie, den sie stützten. Man lebte gut, doch rühmt als ehrlich, sich gern, war das Gehalt auch spärlich. Was man erwarb durch Schwindeleien, strich man als Nebengelder ein. Und wenn das Volk den Kniff erkannte, man es Emolumente nannte, damit man nicht verständlich sei, wo irgendein Profit dabei. Es gab keine Biene, die nicht wollte mehr kriegen, nicht grad als sie sollte, doch als sie wünschte, dem zu zeigen, der's zahlte, wies ja Spielern eigen, nicht erst darauf zurückzukommen, was sie den anderen abgenommen. Schier endlos war des Schwindels Masse, sogar das Zeug, das auf der Gasse als Düngemittel sie erstanden, die armen Käufer oftmals fanden, vermengt zu einem ganzen Viertel mit bloßen Steinen und mit Mörtel. Hans Dapps, verraten und verkauft, hat dafür brav die Milch getauscht. Justitia, so hochgesinnt, kann fühlen noch, ist sie auch blind, die Waage oft der Hand entsank, die nötig war zum Geldempfang. Dem Recht gemäß, so schien es freilich, verfuhr sie gänzlich unparteilich. Bei Mord und Akten von Gewalt, die man mit Leib und Leben zahlt, und mancher war zu Fall gebracht, durch Schlingen, die andern herzugedacht, doch hielt ihr Schwert, ward leicht entdeckt, nur arme Teufel in Respekt, die sich zwar nur aus Not vergingen, jedoch alsbald am Galgen hingen, war's auch bloß um eine Kleinigkeit, wenn nur die Reichen in Sicherheit. Trotz all dem sündlichen Gewimmel, was doch im Ganzen wie im Himmel, in Krieg und Frieden war mit Kunst, manch fremde Macht um ihre Gunst, ihr Überfluss an Geld und Leben, ließ immer sie den Ausschlag geben. Wie hat's ein solches Land doch gut, wo Macht ganz auf Verbrechen ruht. Die Tugend, die von Politik gelernt, gar manchen schlauen Trick, auf der so vorgeschriebenen Bahn, ward nun des Lasters Freund. Fortan der Allerschlechteste sogar fürs Allgemeinwohl tätig war. So herrscht im Ganzen Einigkeit, wenn auch im Einzelnen oft Streit. Wie der Musik harmonische Schöne entsprießet aus dem Streit der Töne, was sich sonst gänzlich ist entgegen, hilft sich, als wär's des Trotzes wegen. Es fördert weise Mäßigkeit, die Trunksucht und Gefräßigkeit, der Geiz, die scheußlich böse Laster, keins ist fluchwürdiger und verhasster, war Sklav der nobelsten der Sünden, Verschwendung durch den Luxus finden. Millionen Armer sich erhalten, auch durch den Stolz, den alle schalten. Nicht minder dient der Neid sowie die Eitelkeit der Industrie. Die Sucht, sich als modern in Speisen, in Kleid und Möbeln zu erweisen, stets ein Objekt gespottes zwar, des Handels wahre Triebkraft war. Gesetze wurden umgestaltet, so schnell als wie die Tracht veraltet, was heut als gut und löblich galt, man übers Jahr Verbrechen schalt. Doch grad durch diese Flickarbeit an Recht und Brauch zu jeder Zeit gar mancher Schaden Heilung fand, den Klugheit nie vorausgeahnt. So nährte das Laster die Findigkeit und diese im Bund mit Fleiß und Zeit hatte das Leben so angenehm, so wahrhaft lustvoll und bequem gemacht, dass jetzt der Arme sogar noch besser dran als einst der Reiche war. Vollendung herrschte offenbar. Wie eitel ist's, nach Glück zu streben. Man sah nicht, es muss Grenzen geben, der Lust Vollkommenheit hienieden hat uns der Himmel nicht beschieden. Die Tierchen waren zwar so weit zufrieden mit der Obrigkeit, jedoch ging einmal etwas quer, dann gab es gleich kein Halten mehr. Herr Flotte und Regierung flugs,
beschuldigte man des Betrugs, dem man sich selbst zwar gern verzieh, indessen anderen Leuten nie. Ein Mann, er hatte schweres Geld, um das er arm und reich geprellt, rief laut, so kann's nicht weitergehen mit den Betrügereien und wen. Glaubt man, dass der Halunke schalt, nen Kellner, weil der Kaffee galt. Wenn nur das Mindeste geschah, worin man eine Schädigung sah, sogleich erhob man ein Gezeter, wo ist die Tugend hin, ihr Götter? Merkur ergötzte diesen Streit, die anderen nannten's Albernheit, was man doch liebte, so zu schmähen. Doch Jupiter, der länger sehen, den Zank nicht mochte, rief, genug, so seid befreit denn vom Betrug. Sofort geschah's und Redlichkeit erfüllt nun alle weit und breit. Gleichsam im Innern Spiegel finden, sie Scham erfüllt all ihre Sünden, die sie nun mit erröten sehen und dadurch schweigend eingestehen, wie Kinder, was sie Böses taten, durch ihre Farbe bald verraten. Im Glauben sieht man sie nur an, so wisse man, was sie getan. O Gott, wie war der Schreck entsetzlich, der Wandel war auch gar zu plötzlich, der Preis des Fleisches fiel zur Stund um einen Groschen auf das Pfund. Und als die Heuchlermaske allen, vom Kanzler bis zum Knecht entfallen, erschien als Fremdling nun im Land, wer in Verstellung wohlbekannt. Wie still's nun im Gerichtssaal war, der willige Schuldner zahlte bar, selbst was der Gläubiger vergaß, des dem er ließ, der nichts besaß. Die jetzt im Unrecht waren, schwiegen und ließen die Prozesse liegen, worauf da keiner schlechter steht, als der Jurist, wo's ehrlich geht. Wer nicht grad noch zu leben fand, die Mappe unterm Arm verschwand. Justitia knüpft schnell einige auf, die anderen lässt sie frei, darauf ist sie, da weiter nicht vonnöten, in prächtigem Zuge abgetreten. Die Schmiede mit Schlössern und Eisentüren, mit Gittern und Fesseln vorm Wegmarschieren, Wärter und Wächter schließen sich an. Der Göttin sieht vorausgehen man, das Haupt von ihrem ganzen Stab, des Rechtsvollender, Herren Kopf ab, nicht mit dem Allegorschenschwert, mit Beil und Strick, wie sich gehört. Auf Wolken dann die schöne Blinde, Justitia selbst entführt vom Winde, um ihren Wagen dicht geschart, sind Häscher und Büttel jeder Art, und die sich sonst berufen finden, die Menschen bis aufs Blut zu schinden. Die Bienen, die als Ärzte jetzt noch lebten, waren hochgeschätzt, weil alle tüchtig und erfahren und immer gleich zur Stelle waren. Beiseite ließ man alles zanken und widmete sich ganz den Kranken, beschrieb nur, was daheim sich fand, nicht schlechtes Zeug aus fremdem Land. Man wusste, dass Gott Heilung spendet dem Lande, dem er Krankheit sendet. Die Priester tun selbst ihre Pflicht und brauchen die Vikare nicht. Gebet und Opfer füllt die Zeit, die einst dem Laster war geweiht. Wer nicht geeignet oder findet, dass er entbehrlich sei, verschwindet. Nur noch für wenige blieb Raum, braucht sie ja doch der Gute kaum. Den Hohepriester und ein paar, um ihn, dem man gehorsam war, er selbst den heiligen Pflichten lebend, nicht mehr nach Macht im Staate strebend, nicht jagte Kranke er davon, bracht Arme nicht mehr um den Lohn, dem Hungrigen gab er jetzt Brot, den Armen half er aus der Not, dem Müden er ein Lager bot. Bei den Ministern und mit ihnen, bei allen, die dem Staate dienen, war groß der Wandlung, denn alsbald lebt man genügsam vom Gehalt. Hätte sich ein Armer hetzen sollen, sein bisschen Geld sich abzuholen, und hätte man, eh er's bekommen, ihm noch 5 Gulden abgenommen. So hätte man Betrug gescholten, was einst als gutes Recht gegolten. Was früher 3 zusammenmachten, die sich einander überwachten, oft auch in biederer Kumpanei, sich halfen in der Dieberei. Das macht jetzt einer gut und ehrlich, so werden 1000 entbehrlich. Nicht mehr gilt's jetzt als Ehrensache, für einen, dass er Schulden mache. Ins Leihamt wandern die Livreen, spottbillig zum Verkaufe stehen, jetzt willen dazu Pferd und Wagen. Denn man wünscht, Schulden abzutragen. Gespart wird tüchtig jetzt, nicht mehr, hält man im Feindesland einher. Man lacht der Achtung fremder Staaten
des eitlen Ruhms durch Waffentaten und wagt allein des Kriegs Gefahren, um Freiheit oder Recht zu wahren. Wie das Gewerbe nun gedeiht, bei unserer Bienen Ehrlichkeit, drauf achte man, fort ist die Pracht, verändert alles über Nacht. Denn nicht bloß, die das Geld in Massen aus Gaben hatten bald verlassen, den Stock, auch jene gehen in Scharen, die auf sie angewiesen waren. Da alles überfüllt ist ihnen, unmöglich etwas zu verdienen. Der Preis von Land und Häusern fiel, die Prachtpaläste, die beim Spiel man aufgebaut, gleich Thebensmauern, sind zu vermieten, drinnen trauern. Hausgötter einst so frohgemut, sie stürben gern in Feuersglut, um jene Worte nicht zu sehen, die hohnvoll an den Türen stehen. Der Baubetrieb ist ganz gestört, jedwede Kunst hat aufgehört. Nicht Maler werden mehr bekannt, Steinschneider, Schnitzer nicht genannt. Diejenigen, die noch übrig streben, sparsam und anspruchslos zu leben, sie gleichen ihre Zeche aus und bleiben für dahin zu Haus. Kein Schenkmamsellchen geht jetzt mehr in Gold gesticktem Kleid einher, denn niemand mag jetzt noch was leihen für Sekt und teure Leckereien. Fort sind sie, die mit ihren Damen beim Festdiner zusammenkamen, wie oft mehr drauf gegangen war, als mancher braucht im ganzen Jahr. Die stolze Chloe, deren Gatte für sie den Staat geschädigt hatte, verkauft die Möbel, einst erstanden, für Gold geraubt in fernen Landen. Sie schränkt sich in der Küche ein und trägt ein Kleid aus grobem Lein. Verflogen ist der Modewahn, Trachten und Sitten dauern an. Mit Gold und Seidenstickerei und anderen Künsten ist's vorbei. Es herrscht ein friedlich Stillgedeihen, stets kauft man gut und billig ein, Natur von Züchterkunst befreit, beut jegliches zu seiner Zeit. Delikatessen gibt's nicht mehr, denn niemand gibt Geld dafür her. Da man auf Luxus jetzt verzichtet, so ist der Handel bald vernichtet. Manch Handwerk mehr und mehr verfällt, Betriebe werden eingestellt, da niederliegt Kunst und Gewerb, sie aller Strebsamkeit Verderb, Zufriedenheit lässt sie genießen, für weniges und nichts vermissen. Der stolze Schwarm war jetzt so schwach, dass es an Kriegsmannschaft gebrach, die frechen Feinde zu verjagen, doch wagen sie es, sich zu schlagen, bis sie in ein Versteck getrieben, wo sie bereit zu sterben blieben. Kein Söldling war mehr unter ihnen, sie waren selbst im Feld erschienen. Ihr Heldenmut in allen Dingen ließ schließlich sie den Sieg erringen, obgleich mit furchtbaren Verlusten sie den Triumph bezahlen mussten. Drauf gab, gewöhnt an harte Mühen, der Schwarm sich ganz der Arbeit hin. Am Ende dieses Tugendstrebens und exemplarisch reinen Lebens ward ihm ein hohler Baum beschieden. Dort haust er nun in Seelenfrieden. Die Moral: So klagt denn nicht, für Tugend hat's in großen Staaten nicht viel Platz. Mit möglichstem Komfort zu leben, im Krieg zu glänzen und doch zu streben, von Last dann frei zu sein, wird nie was anderes sein als Utopie. Stolz, Luxus und Betrügerei muss sein, damit ein Volk gedeiht. Quält uns der Hunger oft auch grässlich, zum Leben ist er unerlässlich. Stammt nicht des Edlen Weines Saft von einem garstig dürren Schaft, der, wenn man ihn nicht sorgsam pflegt, bloß nutzlos wuchert und nichts trägt, doch dessen Frucht uns Lust bereitet, wenn man ihn bindet und beschneidet, genauso uns das Laster nutzt, wenn das Gesetz es kappt und stutzt. Ja, ist so wenig aufzugeben für Völker, die nach Größe streben, wie Hunger ist, damit sie leben. Mit Tugend bloß kommt man nicht weit. Wer wünscht, dass eine goldene Zeit zurückkehrt, sollte nicht vergessen, man musste damals Eicheln essen.